Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Enderal. Wir sind hier in Hotare. Oh, von den Spinnen. Und ja, wir wollten das jetzt erkunden. Ich dachte, wir wären Neremesen und nicht Riesenspinnen. Hier hat jetzt einen Vorteil, ich kann einen nach dem anderen hauen. Ich kann nur wenig ausweichen. Außerdem machen sie Sprungangriffe. Dann kann ich gar nicht ausweichen. So, da ist aber noch eine. Irgendwo. Frostspinnenkönigin. Ich glaube, ich mache das so. Der ging daneben. Ich finde bestimmt ihren Weg hier hin. Kommt ihr hier rein? Da ist noch eine. Ich will keinen Nahkampf gegen die machen. Da kommt noch eine kleine. Bitte Abstand halten, ja? Ich glaube, ich könnte doch noch schaffen. Boah, aber gegen so riesige Spinnen im Real Life wäre man sofort gewonnen. Okay, die haben wir geschafft. Die haben wir geschafft. Hier kommen. Hoffentlich keine mehr. Hier wurde jemand gefressen. Spinnenbeute. Den haben die cool gemacht, den Silber nochmal. So, was gibt's da drin? Okay, die Seite ist falsch. Gucken wir mal in der anderen Richtung. Hier, ja. Ah, sogar richtig direkt. Groschen, Silber, Großschwert, Smaragd. Totenfunke. Und Totenhau. Erstmal alles lernen. Noch eine Spinnbeute. Der Schlechter von Arkbuchseck, die Silberwolke. Okay, wir haben noch ein Buch. Um Schlechter von Ark. Hier geht es auch noch weiter, aber da ging es auch noch weiter. Ich gehe zuerst nach oben. Warte mal, die Silberwolke in Ark da unten? Okay, eine Muratte. Noch eine Spinne. Wo der Schlechter von Ark überall unterwegs war. Der war mindestens genauso viel unterwegs wie hier. Okay, noch eine Spinne da hinten. Ich
noch eine Frostspinnenkönigin. Na super. Hat mich sogar noch erwischt. Ich hoffe, die ist nicht in der Lage, hier hochzukommen. Einfach mal zwei Frostspinnenköniginnen. Wahrscheinlich der Weg hier unten führt auch dahin, oder? Nee. Das ist ein ganz anderer Weg. Wir regenerieren wenigstens Leben. Vielleicht noch mal kurz speichern. Und dann eventuell mit dem Bogen die ausschalten. So ist recht. Mist. Das wäre ein geiler Shot gewesen. Das war gerade ein geiler Shot. So, was haben wir hier? Set des Karak-Skarak-Schuhe. Feuerblitz. Eterna-Schild. Jetzt haben wir zweimal die Skarak-Schuhe. Hat des Aschekriegers, Klau des Aschekriegers, Stab des wuchtigen Feuerballs, Schlammelementar rufen. Eterna durch des Arkanzorns, Schmuckschatulle. Okay, bisschen mehr nach rechts dann. Felsenpass. Okay, wo führt das dann genau hin? So, 35 von 100 haben wir jetzt. Nice. So, und wir haben die Schuhe des Skaraks jetzt zweimal. Boah, ich brauche jetzt dat, nur noch das Torso-Stück. Ich freue mich, sobald wir das Ding haben. Freiheit,
sollen die mal gegeneinander kämpfen? Ich frag mich, wer gewinnt. Okay, die. Ihr seid er. Die Nerimesen haben Dings geschafft. Okay, finde ich krass. Gehst du auch mal drauf? Die hohen und eure verdammten Götter haben die Welt lange genug verpestet. Zwei Jahre hast du das Volk belogen. Allesamt. Gehen die langsam auf den Sack mit ihren Schildern. Götter haben die Welt lange genug verpestet. Die Welt wird uns erheben. Ihr werdet die Leute Einziges Mal in der Geschichte hättet ihr euch für Frieden anstatt Krieg entscheiden können. Aber was habe ich erwartet? So. Ihr eure verdammten Götter haben die Welt lange genug verpestet. Hättet ihr euch für Frieden können. Ihr und eure verdammten Götter haben die Welt. Ja, den bin ich los. Jetzt fängt die wieder mit dem Bogen an. Mist. Die Hohen werden uns. Zwei Jahre lang habt ihr euer Ihr werdet die Läuterung nicht. Was für Belohnung? Ich bin nur eine Söldner. Ah, endlich. So, wir müssen jetzt wieder was essen. Nochmal Kustenbrot. Und speichern. Die haben da hinten auch noch eine Spinne erledigt. Wer ist das? Arkanistin? Hüterkapuze? Da war eine Stimme. Eine geisterhafte Stimme. Wo genau bin ich hier? Könnt ihr auch mal was anderes sagen? Aber was hab ich? Ich glaube, das hält gleich. Wir gehen aus Versehen nach draußen. Die Hohen werden uns erheben. Ihr werdet die Leitung nicht aufhalten. Für die Freiheit der Menschen! Ja. Das, was ich erwartet hatte. Aber besser hier draußen als da drinnen. Ihr werdet die Läuterung nicht aufhalten. Alter, die gehen mit den Schildern mir richtig auf den Sack. Verstecken ihn mal ganz kurz, ich brauche Leben. Ich hoffe, sie ist nicht mehr in der Lage, mich jetzt zu finden.
ist. Ein einziges Mal in der Geschichte hättet ihr euch ver... Alter. Okay, jetzt hat es automatisch gespeichert. Jetzt brauchen wir definitiv Leben. Ich warte mal ein bisschen. Wo sind die ganzen Zeichen? Alter Todes Gletschergang. Was ist das hier? Oh. Wieder so ein Dings von den Huhn. Was haben wir hier? Eterner Schild ist Frostwiderstand? Anweisungen. Der Heilige Orden hat einen Trupp Hüter und einen Arkanisten in die Ruine geschickt. Das Herz der pyräischen Anlage befindet sich in einem Gletscher. Dies ist die Rückseite des Berges, den die Leute hier den lebenden Tempel nennen. Taranor will wissen, was sie hier suchen. Wenn sie Verstärkung schicken, lasst niemanden entkommen. Sobald wir herausgefunden haben, an was der Orden forscht, vernichten wir unsere Spuren und lassen es so aussehen, als hätten die Frostspinnen die Expedition des Ordens beendet. Salz nehme ich mal mit. Ich dachte schon, ich fall da jetzt runter und gehe drauf. Ich glaube, hier werden wir noch auf die Huhn oder so antreffen. Nochmal, irgendwie. Okay, da ist wieder so eine riesige Spinne. Aber wo komme ich hier hin? Was ein Schneesturm. Vielleicht noch mal kurz speichern. Frostspinnenkönig. Das sind drei Frostspinnenkönige hier jetzt gewesen. Ich ende als Futter. Rennen! Ich ende als Frostspinnenfutter. Alter, wie ich geflogen bin. Ja, das war's mit der Prophetin. Ich guck mal, ob ich irgendwie von einer erhöhten Position vielleicht kämpfen kann. Von hier aus die Spinne sehen. Es wird dunkel, ne? Ich schieß mal so.
die jetzt nicht da unten sein? Oh, da ist sie. Dum 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 dum. Treffen? Ich glaube nicht. Renn! Der? Okay. Wo ist die Mama? Ist die Königin da? Kann ich die überhaupt treffen? So. Ich glaube, ich werde ihn nicht treffen. Dum 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 dum. Ich treff die gar nicht. Ah doch, einmal erwischt. Dum 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 dum. Jetzt hat sie mich im Visier. Kann aber auch echt gut ausweichen. Für so einen riesen Geschöpf. Aber hier kommt sie nicht ran. Mist, jetzt muss sie sich bewegen. Ausgerechnet jetzt. Schnell wie die ist, gehe ich lieber immer nur mal sicher. Eins gegen eins im Nahkampf, keine Chance. So.
da. Alter, geschafft. Die hat aber viele Pfeile gefressen von mir. Ich glaube auch, die war ein bisschen mächtiger als die anderen Spinnen. Oder die hat den Vorteil gehabt, im Gegensatz zu den anderen, dass die... Halle des Eiskönigs? Okay, noch mehr Nerimesen. Kann der Eiskönig nicht auferstehen? Ich werde das nicht mehr schaffen. Habe ich, Dings? Ah, warte. Ich brauche ein paar Seelensteine. Nee, warte. Ladung. Das werde ich mehr schaffen. Das überlebe ich nicht. Okay, gut. Das machen wir vielleicht später. Der ist ein bisschen zu stark. Warte mal. Wir haben doch hier ein neues Bild bekommen. Wo ist denn das? Haben wir das nicht? Haben wir nicht, okay. Also es wird aber schon dunkel, es wird Nacht. Ich hätte die Hilfe von Spinnen vielleicht gegen die gebrauchen können. Wie viele Pfeile von mir hier einfach im Boden stecken. Ich glaube, gegen die Spinnen werden wir auch irgendwann nochmal kämpfen müssen. War Halle des Eiskönigs? Ja, okay. Aber erstmal wieder zurück. Ich glaube, hier kommen wir eh nicht mehr weiter. Von der ist zu stark. Die Nerimesen sind an sich auch schon sehr, sehr stark. Und bevor ich meine ganzen Genesungstränke hier verbrauche. Und wir sind, was Dings angeht, bei 12%. Sieh es ein? Was soll ich einsehen? So, schlafen wir bis 8 Uhr. Beziehungsweise kurz vor 9. Dann müsste es jetzt draußen hell genug sein.
Warum sind die nackig? Sie nicht. Die anderen. Warum sind die nackt? Ich habe doch nicht dessen Kleidung mitgenommen, oder? So, warte mal. Eine Sache will ich jetzt eben kurz gucken. Das Schlechter von Ark. Zwei Bücher fehlen uns noch, um das zu vervollständigen. Aber wir selber haben jetzt, nee, hier. Nur 1, 2, 3, 4, 5 Bücher. Also wir müssen 5 noch insgesamt wieder erneut sammeln. Aber 2 fehlen. Also wir haben 3 Bücher jetzt irgendwie verkauft. Mir juckt mein Hinterkopf gerade. Ich hoffe, wir finden noch irgendwie irgendwo die Bücher, die wir aus Versehen verkauft haben. Aber was haben die Neremesen hier genau vor? Hier, der ist jetzt auch nackig, aber den haben... oder sie. Warum? Ich speichere hier vielleicht nochmal. Dann müssen wir eigentlich hier den Weg runter und dann das Wrack der Morgentau finden. Gibt es denn da irgendwie einen Weg runter? Führt denn der Weg da auch runter? Oder muss ich irgendwie einen anderen Weg nachher suchen, um da hinunterzukommen? Ich finde es krass, wie hoch das noch geht. Und da vorne ist noch ein Dorfsymbol, gehe ich mal von aus. Und ich hoffe, da sind lebende Menschen. Achso, ist nur ein Fuchs, aber kein Tollwütiger. Schiffstes Papier. Ich bin auf der Suche nach einer merkwürdigen magischen Anomalie. Seefahrer berichteten von einem leuchtenden Wesen in der Nordküste Enderats, das Schiffe absichtlich in die Irre führt und an den Gletschern auflaufen lässt. Schon so manches große Handelsschiff ist in dieser Gegend verschwunden. Einige Seefahrer nennen dieses Wesen Er. In Gestalt einer schönen Frau soll es sich von den Seelen der Ertrunkenen nähren. Ich muss dieser Geschichte nachgehen und die Wahrheit herausfinden. Stellingsbogen, Federn, Manasalz. Da ist ein Eisbär. Brüllt, aber schläft auch gleichzeitig. So, der Arme, der wurde hier von Holzstämmen einfach zerdrückt. Warum liegen hier so viele Holzstämme einfach rum?
das ein Eisfuchs oder ein Eiswolf? Okay, hier der Weg führt nach unten. Ah, und an dem Weg... Okay, wir sind da schon vorbei. Also wir sind schon auf dem direkten Weg nach unten. Eiswolf? Ne, Eisfuchs, okay. Eiswolf! Schneewolf. Ich finde super, dass wir schon gegen manches ankommen. Hier ist Blut. Noch eine Eisplanke. Okay, da ist auch noch richtig weit läuft. Da ist noch ein Schiff. Da ist noch ein Schiff. Vermutlich gehen wir gleich hier runter. Ich will jetzt hier mal gucken. Ist da was? Tatsache. Aber wofür jetzt das Blut? Sollte es mich einfach nur dahin führen? Zu dem? Aber ich habe jetzt irgendwie nach einer Leiche oder so gesucht. Ach, ist noch ein Wolf. Drei Schneewölfe. Okay, jetzt müssen wir definitiv wieder was essen. Stück Brot. Und noch ein Mammut. Mammut? Ich will dir nichts Böses. Wir wissen, was das da ist. Also was da in der Hütte ist. Hütte am Lawinenhafen weg. Hör auf abzuhauen, Feigling. Wegestreuen Pfeile? Was haben wir da? Kriegs haben wir eine Entkräftung. Bericht also man kann reiten und Band 2. Gefüllter Seelenstein. Inodans Spuren, Z-Gegenstand. Inodan Spuren haben wir gefunden, also ein Bauplan. Für ein Set-Gegenstand. Manfred, ich will nichts von dir, ja? Manni. Ich will nur vorbei, ja?
Du kannst ruhig weiter dein Tageswerk nachgehen. Fleischloser Verlorene? Okay. Ambrosia, Topf eines alten Volkes. Noch mehr Wölfe. Und noch mehr Eisgeister. Ach, drei? Vier Wölfe. Eigentlich so eine Gehirnerschütterung oder sowas kriegen? Mit einem Streitkolben schön Schlag an die Schläfe oder so? Müsste eigentlich sehr schnell vorbei sein. Ist das nur einer oder zwei? Da hinten ist auch noch so ein Kristallgeist. Mich stört, wie sich bewegen können. Dum, 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 dum. Okay, da sind Verlorene und Geister. Okay, Leben wird auch nicht mehr regeneriert. Nochmal ein Krustenbrot. Gegen die wird es gleich ein bisschen schwieriger. Das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mindestens 6. Oh, ne, noch mehr. Ein paar verlieren mich. Ach, beschworene Wächter auch noch. Ja, sind doch ein bisschen viele. Mist. Ah, ich hab mich doch noch erwischt. Zauber? Zauberer? Ja. Kann ich mich hier verstecken? Da muss ich gleich in Flucht ergreifen.
Shit. Mist, 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 Mist. Aber die meisten habe ich schon mal ausgeschaltet. Ah, oh, nice. Und es hat automatisch gespeichert. Okay, nice. Das war jetzt ein Segen. Das Leben wieder voll ist. Okay, einer hat uns schon mal. Der ging ins Leere. Nice. Ich hoffe, das war. Ja, geil. Wie der Pfeiler stecken blieb. So, schnell speichern. Dann müsste da jetzt niemand mehr übrig sein, ne? Doch. Aber erstmal hier gucken. Groschen, Granatstein, Saphir, Schmied. Ach, das ist ein Bogenschütze. Ich höre da jetzt noch einen. Ich bin ein Einhorn. Und nicht mehr, okay. So, speichern. Ich will mal gucken, schaffen wir die da? Wieso ist hier eigentlich nichts in der Nähe, was Marker gibt? Ich glaube, da oben ist noch ein Zauberer. Jo! Boah, dann. Mist, hier komme ich weiter. Ich hoffe, der hat mich jetzt verloren. Warum müssen das immer irgendwelche Zauberer sein? Oh. Geschafft. Und wir müssen wieder was essen. Ernsthaft, warum müssen das immer irgendwelche Zauberer sein? Gegen die wir kämpfen. Immer noch mal speichern.
Warte mal. Der hat einen Skarabs. Alter. Übertreib nicht. Wo ist er? Ich noch. Warum hat der aber ein Skarabset? Alter, der muss aber auch übertreiben. Warum müssen die immer so übermächtig sein? Wo ist er? Ach, mach. Okay, wir haben noch einen. Dum, 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 dum. Kann ich mich irgendwie hier verstecken? Zauberkleuterung mystisch? Nochmal. Schlechter von ab. Dum, 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 dum. So, ich hoffe, er regeneriert sich jetzt nicht. Automatisch speichern. Na, das gefällt mir nicht. Dass wir jetzt ausgerechnet hier gespeichert haben. Ich esse vielleicht nochmal ein Stück. Dann geht es ein bisschen schneller mit dem Leben. Wo ist er denn? Ja. Ja. Nein. Er wurde nur Obaya? Okay, aber wenigstens ist der... nicht so stark. Wo liegt jetzt seine Leiche? Elementarwolf, aber wo liegt jetzt seine Leiche?
Das ist doch hier irgendwo runtergefallen sein wahrscheinlich. Der hat ein Setstück von Skardak gehabt, den Helm. Die wollte wissen, ob sein Oberteil auch ein Skardak-Ding ist. Aber wo ist er hin? Egal, speichern wir. Das ist ja doof. Das ist ein Horka. Die heißen hier bestimmt auch irgendwie anders. Ein Gletscherhund. Okay, die halten aber auch einiges aus. Okay, im Wasser sind die richtig schnell. Das die Morgentau, da müssen wir hin. Aber das machen wir, liebe Freunde, in der nächsten Folge. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus. Und ciao!